Im Sommer 2012 lockt mit Kreuz und Fahne gegen 10'000 Besucher auf Hilfiken. Das Landschaftstheater zum 300. Jahrestag des Zweiten Vilmergenkrieg bewegt auch die Freiämter Theaterszene. Zum ersten Mal packen vier Vereine gemeinsam an und arbeiten eine Inszenierung, die so schnell nicht vergessen geht. Ein halbes Jahr, nachdem das Schlachtruf und die Kirchenchor verstummt sind, treffen sich im Restaurant Rütli in Muri die Mitglieder der vier beteiligten Theatervereine. Am Sternensaal Wollen, Kellertheater Bremgarten, der Theatergesellschaft Vilmergen und Muri Theater. Heute gilt es Rückblick zu halten auf die Freiämter Grossproduktion. Wir haben ein gutes Jahr hinter uns. Wir werden jetzt so ein bisschen Stimmung einfahren. Was ist hängen geblieben? Wenn ich jetzt zurückschaue, wie viel Zeit wir investiert haben, denke ich immer, dass ich gar nicht zusammengebrochen bin. Alles nebenzu hat ja auch noch funktioniert. Und heute denke ich viel, das kann man nur in dieser Zeit so leisten, wenn man spürt, dass im Globo einfach die Energie und der Arbeitswille und ein Ziel vor Augen und eine Gemeinsamkeit, das ist eigentlich so für mich das wahnsinnige Erlebnis. Ich bin total glücklich, dass ich wieder dabei bin. Kreuz und Fahne war ein Projekt der Superlativen. Ein tolles Team, ein künstlerisches Team, das das Letzte gegeben hat, das geniale Ideen hatte. 500 Helferinnen und Helfer, die Einsatz geleistet haben. 80 Leute auf der Bühne. Und ein riesiges Echo vom Publikum, das uns umgerührt hat. Dass sich die vier Vereine im Murianer Rütli treffen, das ist kein Zufall. Der Ort hat eine wichtige Bedeutung für Kreuz und Fahne. In dem Raum, wo wir jetzt heute sind, hat das Ganze angefangen. Weil das Kellertheater Brenngarten und die Theatergesellschaft Vilmergen miteinander Zusammenarbeit gesucht haben, und zwar auf technischem und spielerischem Gebiet. Wir wollten miteinander Personen austauschen, einander aushelfen. Und so ist dann entstanden, dass wir auch eine Produktion auf die Beine stellen können, die den Rahmen des einzelnen Vereins übersteigt. Aus der Idee von Bremgarten und Vilmergen ist der Dachverein Szene Freiamt entstanden. Und wiederum daraus eine Produktionsleitung, die das Theaterprojekt vorantreiben soll. Mit im Boot ist unterdessen auch der Sternensaal Wollen. Ja, die Anfrage von Vilmergen und Bremgarten ist auf offene Ohren gestossen. Der Sternensaal hat immer historische Themen in Eigenproduktionen verpackt. Darum haben wir sofort zugesagt und gesagt, 12 sind wir dabei. Der Kreis wird schliesslich noch grösser. Als vierter Verein im Bund stösst Muri Theater dazu. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt das wäre die Gelegenheit, dass wir nicht nur Unterfreiamt, sondern inklusive dem Oberfreiamt zusammenspannen können, um hier ein gemeinsames Freiämterprojekt zu machen. Für eine Produktion in dieser Grösse braucht es auch Profis, unter anderem in Regie, Musik und Bühnenbau. Das zusammengewürfelte Team trifft sich im Schulhaus Hilfiken, an dem Ort, wo sich in den nächsten 12 Monaten ein grosser Teil des Theaterlebens wird abspielen. Das künstlerische Team war entscheidend bei diesem Projekt. Und für mich persönlich war klar, es muss der Adi Meier und der Paul Steimer mitschaffen. Sonst wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Und sie haben dann weiter Leute gesucht, ihr Team ergänzt und haben auch gewusst, mit wem kann man das machen, mit wem können wir zusammenarbeiten. Zum Team von Adi Meier und dem Paul Steimer stoßt die Kostümbildnerin Bene Meier, Choreografin Salome Schnebeli, der Martin Braun fürs Licht und die beiden Musiker Markus Kühne und Christoph Rolla. Für die ganze Landschaftsgestaltung und den Bühnenbau sind der Stefan Heggi und der Peter Spallinger verantwortlich. Schauen, wie man es macht. Und sonst eigentlich habe ich da nichts dazu zu sagen.
Also das Kreativteam ist interessant gewesen, weil Leute zusammengearbeitet haben, die ich zum Teil gar nicht kennt habe. Ich habe das erste Mal mit dem Adi zusammengearbeitet und er ist so für mich der Punkt gewesen, wo alle Fäden zusammengegangen sind. Im Juni 2011 schnuppert interessierte Schauspieler zu Hilfiken zum ersten Mal Theaterluft. Gemeinsam wird das künftige Theatergelände erkundet. Im Gepäck erste Texte aus den Federn von Paul Steimer. In den Augen von manchen Beobachter dürfte die Schlacht zwischen den reformierten Orten Zürich und Bern und den katholischen Innerschweizer in wenigen Stunden stattfinden. So nass wie es gestern und heute war, so schön wird es morgen sein. Weiter geht es zur Schlosskapelle, wo eine weitere Szene spielen wird. Hier geraten sich ein reformierter Pfarrer und ein katholischer Kapuzinerpater tüchtig in die Haare. Das ist nicht im Sinn von Jesus und der Heiligen Schrift. Er hat recht. Recht hat so recht. Das Ensemble kommt an diesem Tag als erstes Mal einen Einblick über in Schloss Hilfiken. Ein Anwesen, das über Jahrzehnte hinweg der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Hier um die Schlossmauer spielt der erste Teil von Kreuz und Fahne. Herr Reinspazier zur traurigen Ballade, wie es zu diesem Krieg kam. Zum Schluss geht es noch aufs Mottengrossgelände, wo der zweite Teil vom Theater spielen wird. Auf dem Schlachtfeld, fromm und treu, Metzgebühr euch, gerade in euch. Ole! Das ist auch so ein Ort, wo, wo eigentlich die Landschaft ein bisschen vorgibt, was hier passieren soll. Das sind zwei Fronten sozusagen, damit die Leute, die man kann gewinnen für eine Idee, oder? Und die gehen einander verbal auf den Grind. Das ist die Szene, sie erwartet die Hochzeitsgäste. Eine Wirtin und ihr Personal. Die Bühne sind perfekt ausgerichtet. Das will ich hoffen. Der Boden. Nach dem Mittagessen geht es vor dem Schulhaus weitere Textproben. Die Stimmung ist gut und viele haben sich vom Projekt überzeugen lassen. Ja, ich habe einfach Lust, hier mitzumachen. Spielen interessiert mich und den ganzen Anlass, die Leute, die man hier trifft. Also, mich muss man nicht mehr überzeugen. Da gibt es eine Hammersache. Es gibt etwas Wahnsinniges, das man wahrscheinlich kein zweites Mal in der Leber im Mottengross oben. Das Thema ist bei mir einfach der Stress. Wenn ich an den denke, die vielen Proben, da muss ich einfach mich entscheiden und da weiss ich noch nicht wie. Darum bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Also Zeit ist immer ein Thema. Weil ich eben gewisse Erfahrung habe, kann ich das ein bisschen abschätzen. Ich habe mich entschieden mitzumachen und dann weiss ich, dass das zeitliche Engagement ziemlich hoch sein kann. Das ist aber gut für mich. Ich finde es stimmig, dass eine Frau aus einer reformierten Zürcherfamilie und ein Mann aus einem katholischen Innerschweizer Haus ausgerechnet in Friamt heiratet. Sie haben sehr mit Begeisterung und mit lauter Stimme und mit gutem Engagement haben sie die Sätze, oder es war meistens eine Seite, übergebracht und auch schon ein bisschen gespielt. Liebe, Verständnis, Vertrauen, schönes Wetter. Schöne Wörter. Mit Kreuz und Fahne hat auch mit dem Kanton Zürich zu tun. Nicht nur, weil dort die Reformierten herkommen, die anno 1712 in Villmergen gewonnen haben. Hier hat der Paul Steimer seine Schreibstube. Ja, jetzt in diesem Wald und in diesem Häuschen hier schreibe ich jetzt ein Stück und bin seit ein paar Wochen hier oben und dran. Ja. Es ist eine kleine Oase in den Bergen, wo sich der Paul Steimer geschaffen hat. Ohne Telefon und fließend Wasser. Jetzt gerade sind die Wände voll mit Skizzen, Ideen und Szenenbeschreib für Kreuz und Fahne. Im Moment arbeite ich gerade am Schluss und das ist ziemlich heikel, weil es so wichtig ist, mit welcher Stimmung gehen denn die Leute, also wie gehen das Publikum heim, wie dürfen wir uns das Publikum entlassen. Und ja, da probiere ich jetzt mal etwas.
Dass schon in vielen Fällen klar ist, wer im Theater welche Rolle spielt, hat auch Einfluss aufs Schreiben. Und das hat auch viele Vorteile. Ich weiss jetzt zum Beispiel, der oder die spielt der oder die Figur. Und ich höre dann, wie die redet. Und ich schreibe eigentlich nur auf, was die mir sagen. Trotz der Einsamkeit, allein fühlt sich der Paul Steimer in seiner Schreibstube nicht. Nein, ich habe einen ganzen Haufen Leute oben. All die Figuren, die ich mit zu tun habe, wenn ich da das Stück schreibe. Und all die Leute, die Figuren werden spielen, die sind alle irgendwie auch da. Und das fühle ich mich gar nicht allein. Überhaupt nicht. Es geht gut vorwärts mit dem Schreiben. Und so liegt auch etwa die wieder mal eine Pause drin. Und ein kühles Bier. Danke. Also mein Ziel ist, dass ich Ende Woche, das ist also übermorgen, eine erste Lesefassung habe, die ich zuerst einmal lesen kann und dann wieder verbessern kann. Und dass ich dann die dem Regisseur schicke, Madi Meier. Und dass wir dann etwa in zwei Wochen darüber diskutieren, was fehlt, wo sind wir uns nicht einig, wo braucht es noch mehr oder weniger. Gleichzeitig läuft die Suche nach Helfer auf Hochtouren. Im alten Gemeindesaal in Hilfiken werden Interessierte über den Stand des Projekts informiert und für welche Aufgaben noch Leute gesucht werden. Das Interesse ist gross und es sind auch zahlreiche Leute darunter, die in keinem von diesen vier Vereinen dabei sind. Für Leute, die sagen, ich komme ein, zwei oder sogar drei Leute und mache das gerne und dafür sitzen wir noch zusammen mit in den Theaterbeiz und haben es lustig zusammen. Ich habe mich entschlossen, nicht auf die Bühne zu gehen. Ich habe auch gehört, dass sie genug Spieler haben. Und dann kann ich auch meine Zeit vom Mitschaffen selber bestimmen. Ich kann dann daran arbeiten, wenn ich Zeit habe und bin nicht unter Druck. Ich bin jetzt vor allem mal gekommen, mal zum Reinhören und als Vertreter von der Fassungsgesellschaft Heidheim und Filmwerken, weil wir grundsätzlich auch immer interessiert sind an Leuten, die uns helfen und weil es mit dem Theater auch ein bisschen in diesen Bereich geht. Bei Kaffee und Kuchen wird dann schnell klar. Wer bei Kreuz und Fahnen mit anpackt, wird es auch gesellig haben. Der Walter Küng ist zufrieden mit dem Interesse. Es bestätigt eigentlich das, was wir das Gefühl haben von unserem Projekt. Es kommt auf gutes Echo. Viele Leute interessiert, was wir machen. Und auch eine grosse Bereitschaft, uns mitzuhelfen. An diesem Morgen gibt es eine weitere gute Nachricht. Die Produktionsleitung hat einen Theaterwirt gefunden, den Josef Füglistaller. Und es hat mich außerordentlich gefreut, als sie mich angefragt haben. Und was mich speziell gefreut hat, ist ja, dass da aus vier Organisationen eine Organisation entstanden ist. Und das ist, glaube ich, etwas Einmaliges und etwas Herrliches. Und das muss man ja nur unterstützen. Die Zusammenarbeit der vier Vereine ist später ein Thema am Rückblickabend im Restaurant Rütli in Muri. Frühere Bedenken, es könnte wegen der verschiedenen Kulturen Probleme geben, sind unbegründet gewesen. Dann hängt es in Zweinen aus und die sind ein mehr Gruppentauben und der andere nicht. Und dann gibt es einen Strudel und am Schluss schießt es alle an und so weiter. Und das ist nicht gekommen. Also nie so hart. Es ist, hat schon ein bisschen aufgeflackert an gewissen Orten, aber es ist nie so hart gekommen, dass das Ganze in Schieflage gekommen wäre. Also ich habe zum Teil unterschiedliche Arbeitsweisen gespürt. Also bei den einen Vereinen ist die Organisationsform, die Struktur wichtiger gewesen, sozusagen der Dienstweg. Andere Vereine funktionieren viel chaotischer, spontaner auch. Ich habe nie unter dem gelitten oder habe da nie als Belastung empfunden. Die Schauspieler, die aus dem ganzen Freien Amt und zum Teil weiter herkommen, finden schnell den Draht zueinander und übernehmen das Schulhaus Hilfiken in einem Zug. Ein beliebter Treffpunkt ist Probebeiz, unter anderem wegen der Kaffeemaschine. Es ist Viertel ab 11, also von dem her braucht es Kaffee, weil sonst geht gar nichts. Im oberen Stock nimmt Kostümbildnerin Bene Meier die Masse der Schauspieler. Die Regieassistentin Doris Spengler notiert zügig alle Werte. Organisation ist gefragt. Über 100 Kostüme gilt es zu schneiden, zu organisieren und anzupassen. Und das? Und das? Das ist etwa 63. Ja. Wir haben jetzt gesagt 57,5. He? Jetzt stehen bleiben und hier zum Kreuz aufschauen, dann kann ich noch. Ja, das ist sehr gut.
Klassenzimmer nebenan ist in der Zwischenzeit zum Musikzimmer umfunktioniert worden. Hier probt die Band «Gute Nacht um 6 Uhr». Grüezi miteinander, wir gehen runter. Wir sind also bis am Mittag, bis nach der Suppenpause drinnen. Dann ruft Adrian Meyers Ensemble zusammen. Auf dem Programm steht die erste Singprobe. Der musikalische Leiter Christoph Rolla probt heute Einzugsgesang, mit dem Theaterbesucher beim Schloss Hilfiken begrüßt werden. Mit dabei ist auch die Hausmusik «Gute Nacht um 6 Uhr». Und die tönt schon viel wuchtiger als noch vorher. Entstanden ist die Musik für den Einzug in Fahrwangen im Studio von Markus Kühne. Der Musiker komponiert viel für Theater und hat früher mit bekannten Namen wie Polo Hofer und Michael von der Heide zusammengearbeitet. Und der Mundartsängerin Sina. Sie ist es auch, die auf dem Demo vom Theater Einzug zu hören ist. 17, 1712. Neben dem Einzug komponierte Markus Kühne noch weitere Stücke für Kreuz und Fahne. Im Moment bin ich am Klangtunnel. Das ist so ein virtueller Zeittunnel, wo man vom ersten Teil vom Theater ins zweite kommt. Und da sollte man so ein bisschen mutieren, von 300 Jahren in die heutige Zeit. Also Markus Kühne hat die Aufgabe gehabt, eigentlich den Krieg zu zeigen mit seinen Tönen, mit seiner Musik. Den Krieg, den man ja hinter Kreta mehr vermutet, das gesehen hat. Und ich finde, das ist irrsinnig gut gelungen. Und zwar auch gerade im Zusammengehen mit der Musik, die Christoph angeleitet hat und auch komponiert hat und wie er auf die Landschaft eingegangen ist. Im Schulhaus haben die Proben inzwischen angezogen. Der Adi Meier ist fast jeden Abend und am Wochenende in Hilfiken. An diesem Abend, Anfang Januar 2012, ist die Crew der historischen Tagesschau an der Reihe. Für diese Probe muss aber kurzfristig ein anderer Raum eingerichtet werden. Wir müssen ausweichen, weil hier unterschüttet wird. Es ist alles ein bisschen zu eng eigentlich. Also die hat 10 Meter Breite, die Szene, jetzt haben wir ein bisschen weniger. Aber macht für heute jetzt nichts. Also einfach die Grundanlage können wir gleich einrichten. Hier. Guten Abend, Schweiz. Es ist Sonntag, 24. Juni 1712. Ich begrüße Sie recht herzlich zu der Tagesschau. Aber als erstes schalten wir gerade mal ins Lager von der Innerschweizer. Katharina, hörst du mich? Neben Adi Meier verfolgt noch eine zweite Person genau, welche Dialoge sitzen und welche nicht. Doris Spengler. Als Regieassistentin ist sie die rechte Hand von Adi Meier. Doris war sehr eine aufmerksame Beobachterin. Sie war eigentlich fast immer dabei. Und hat, ob es um einen Spieler oder um einen Spieler gegangen ist, oder ob es um ein Datum gegangen ist, oder ein Mail, das nicht müssen, sondern sie hat einfach gemerkt, sie ist auf der Rot. In der Turnhalle wird wenige Tage später der Tisch festlich gedeckt. Probt wird heute der zweite Teil des Theaterstücks, das auf dem Mottengross-Gelände wird stattfinden. Eine feierliche Hochzeit mit einem eingespielten Servicepersonal und mit vielen Nebengeräuschen. Sie kommen! Sie kommen! Sie sind da!
Für die Hochzeitsgesellschaft ist die heutige Probe eine neue Situation. Vor allem für den Kurt Engler. Er hat vorher in einer anderen Szene gespielt und übernimmt neu die Rolle vom Grossvater, wo wegen einem Wechsel im Ensemble neu hat müssen besetzt werden. Ja, es war eine grosse Überraschung, weil am alten Ort habe ich mich irgendwie wohl gefühlt und eigentlich den Text alles bekannt gehabt, intus gehabt. Und dann ist plötzlich die Anfrage gekommen, ob ich den Grossvater würde machen. Und dann kommst du natürlich völlig in ein neues Ensemble rein. Du bist wie eine Blackbox, weisst nichts. Du hast wohl einen Text, aber die anderen haben die Abläufe schon drinnen. Und bin ich sehr froh, meine zwei direkten Nachbarn am Tisch, die tun mir immer ein bisschen nachhelfen, wenn nötig. Und der Guido ist auch gut in dieser Beziehung. Ich packe einfach dem hinten drin. Das Schloss Hilfiken als Spielort stellt die Macher Anfang Jahr vor eine grosse Herausforderung. Rund 500 Leute sollen im ersten Teil des Theaters in Gruppen auf dem Schlossgelände zirkulieren. Hier werden auf 6 Bühnen kurze Szenen gezeigt. Eine organisatorische Knacknuss. Wir machen eigentlich einen Rundgang, wie nachher die Route von den einzelnen Gruppen zu den einzelnen Spielorten kommen. Oder? Da sind wir jetzt am Bestimmen, wo das soll durchgehen auf dem ganzen Schlossareal. Das heisst, es gibt heikle Punkte, wo es eng wird. Und andere, wo man mehr Platz hat. Und das Problem ist, die Knöpfe zu finden, wo es eng werden kann, wo Kreuzungspunkte sind von zwei Gruppen. Nicht nur die Routen müssen genau aufeinander abgestimmt sein, es braucht auch ein exaktes Timing. Das heisst, alle 6 Theatergruppen müssen genau zur gleichen Zeit fertig sein. Das ist eine Herausforderung. In diesen 3 Minuten, wo die Musik spielt, dort zirkuliert es vor allem, dort läuft es bei den Leuten. Oder jetzt sind die Leute, die laufen. Wäre immer ein gutes Verhältnis. Musst du immer noch rechnen, bis die Leute platziert sind. Ja, natürlich. So. Ich sage, bis sie wieder aufgestanden sind. Ja. Am Anfang war es für mich da Horror gewesen. Aber mit der Zeit hat es mich von Jucken und ich eigentlich richtig Freude bekommen, so am Sekündeln. Da haben wir meine Zeit gestoppt beim Proben und gemerkt, ja, jetzt haben wir noch eine halbe Minute, sind wir noch zu lang, die bringen wir Nase. Das Schloss Hilfiken ist als Spielort zwar nicht einfach, für das Team aber ein Glücksfall. Wir sind unter anderem natürlich auf dem Schlachtfeld gewesen. Das ist wohl ein historischer Ort, aber fürs Theater uninteressant. Das ist einfach ziemlich topf eben. Dazu kommt, dass es auf der einen Seite die Bahn ist und auf der anderen Seite die Strasse. Also da haben wir ziemlich gleich verworfen. Sind das Bremgarten im Waffenplatz gewesen, sind zwei in einem Gelände gewesen und so weiter. Sind nie ganz, ganz überzeugt gewesen. Haben doch noch nicht einmal ganz sicher gewusst, ob wir von außen wollen. Aber gefühlsmässig hat es eindeutig an die Luft rausgezogen. Und da hat irgendwann jemand gesagt, ich weiss nicht mehr, was eigentlich mit dem Schloss Hilfiken. Und das war so ein eine Offenbarung. Das war aber ein riesiges Glück, dass die Familie um Frau Schellenberg um überhaupt da ja sagt. Weil die haben einiges zu gewärtigen in dieser Zeit jetzt. Ende Januar ist die erste Etappe der Theaterprobe abgeschlossen. Alle 6 Kurzszenen, die ums Schloss spielen, und auch die Hochzeit auf dem freien Gelände sind so weit fortgeschritten, dass man sie zeigen kann. Das Publikum sind die Spieler der anderen Szene. Der Anfang macht die Jungknabgruppe mit dem Aargauer Lied, wo getreu ein Volkslied von einem jungen Paar erzählt, wo brutal durch den Krieg auseinandergerissen wird. Fröhlicher geht es bei der Gaukler-Gruppe zu. Da ist Unterhaltungsprogramm und philosophische Fragen. Herr Reinspazier, meine Damen und Herren, Herr Reinspazier. Sie sollen vergessen, in was für Strauben Zeiten die Leute existieren. Schau, schau, der Wind trägt den Rauch direkt in den Himmel. Gott ist mein Opfer wohlgefällt. Was heute auf der Bühne passiert, interessiert der Kostümbildnerin Benne Meier. Ihr Ziel für heute ist klar. Erste Idee für Kostüme. Also jetzt habe ich eine Recherche gemacht und weiss, wo es durch müsste und kann das in 2 umsetzen und gerade in die Szenen reinhängen und schauen, ob das wird funktionieren oder nicht. Mit dabei ist heute auch der Paul Steimen. Für den Autor des Stück werden heute seine Figuren lebendig. Ich finde, wir haben die Rollen gut ausgelesen und die einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler sind mit diesen Rollen schon ziemlich
bekannt und verwandt worden. Und es ist schön zu merken, wie aus diesen Wörtern langsam Fleisch wird, oder? Wenn man das auch biblisch sagen will. Biblisch geht es auch in der Szene der zwei Predigten zu und her. Liebe katholische Mitchristen, liebe katholische Papstgläubige, ich habe gesehen. Ich habe das grossartigste von allen Bauwerken mit meinen eigenen Augen gesehen. Was ist denn das für eine Kirche? Was ist denn das für ein Papst, der sich einen Sündenerlass hat zahlen? Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Also ich finde, das kommt wirklich gut. Die Szenen sind verschieden. Ich habe traurige Sachen gesehen, zum Lachen, auch ernste. Also mir gefällt das wunderbar. Ja, es ist schon vieles entstanden. Es ist spannend zum Zuschauen, wie das sich entwickelt. Und ich bin gespannt, wie es dann am Schluss soll aussehen. Jetzt sind alle die Facetten, die das Stück bietet, sind jetzt ein bisschen offen gelegt. Ich habe keine Ahnung gehabt, zum Teil, was in den anderen Orten passiert, weil wir ja in einer Szene dabei sind. Und es ist extrem spannend. Die Produktionsleitung macht sich in der Zwischenzeit über ganz andere Sachen Gedanken. Das Essen. Genauer das Menü vom Theaterrestaurant. Der Theaterkoch Josef Vöglistaler und seine rechte Hand, die Verena Hunziker, laden in der dekorierten Probebeiz zum Testessen. Die Gerichte, die hier drauf sind, alle zusammen gemacht, wo wir überall ein kleines Portionchen essen dürfen. Ich mache alles ein kleine Portionchen. Beim Degustieren sich vorstellt, es ist Sommer. Oh. Aha. Es gibt einen. An diesem Abend werden mehrere Menü probiert. Und zur späten Stunde schreitet die Testesser zur Abstimmung. Und da die Rüebli. Wir haben unter anderem ausgewählt, etwas, das drin ist, ein Hackbrot mit einem Hördöpfelgratin und Gemüse. Zudem ein lauwarmes Südfleisch mit einer Kräutersauce, ein bisschen lauwarmen auch Hördöpfelsalat dazu. Und selbstverständlich, an die Vegetarier haben wir gedacht, vielleicht mit einer Gemüselasagne und Salat dazu. Und ich meinte, das sei die richtige Auswahl für das Kreuz- und Fahnenfest, das wir ja dann haben anschliessen. Zurück zum Spielvolk. Mitte März treten die Proben in eine weitere Phase. Die Temperaturen lassen es zu, dass erstmal draussen geprobt werden kann. Auf dem Turnplatz kommt so unter der Leitung der Choreografin Salome Schnebeli zur ersten Kampfszene. Heute Morgen üben wir die dritte Szene, eigentlich den Hintergrund der dritten Szene. Vorne ist die Hochzeit und hinten tauchen die Bilder vom Krieg auf. Und wir machen so verschiedene Anordnungen, die wir jetzt das erste Mal, wirklich das erste Mal ausprobieren. Die Spieler geben vollen Einsatz und einige auch ein bisschen zu viel. Pfarrer! Sehr dramatisch! Aber nur für Pfarrer! Wie lange geht das Sterben? Auf Schloss Hilfiken ist es unterdessen fertig mit Ruhe. Eine Ruhe, die sonst nur von den Pfauen durchbrochen wird. Seit ein paar Wochen wird gekämmert, gebohrt und geschraubt. Der Bauchef Nick Meier und sein Team die haben alle Hände voll zu tun. 6 Bühnen gibt es, um das Schloss zu bauen. Und das unter der ständigen Beobachtung der Pfauen. Da sind wir seit Ende April dran. Und rund können wir etwa auf 40 Helfer greifen, die uns hier den Einsatz machen bei uns hier. Viele Helfer kommen aus dem Ensemble oder haben Verbindung zum Theater. Und es hat auch ganz junge darunter. Zum Beispiel der 14-jährige Chris, der jüngste Bühnenbauer.
geniessen es ein bisschen, der einzige Junge gsi. Also, ich habe noch viel vor mir. Sie haben schon eher viel hinter sich. Neben der Bühne fürs Aargauer Lied wird unterhalb der Schlossmauer an einer weiteren Kulisse gebaut. Hier soll die Tagesschau vom Vorabend des zweiten Filmmägenkriegs über die Bühne gehen. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun. Und auch das unter den wachsamen Augen der Pfauen. Viele aus dem Bauteam sind keine gelehrten Handwerker. Und nicht wenige verbringen ihren Arbeitstag im Büro. Trotzdem funktioniert das reibungslos. Es hat einzelne Profis da. Ich habe Zimmermann, Profis, etwa drei Zimmermann, die also das professionell natürlich machen. Und das ist wichtig, sonst würde ich nie so weit kommen oder so schnell vorwärts kommen. Das ist schon entscheidend. Aber der Rest sind alles Amateure aus verschiedenen Berufen. Im Schulhaus gibt es dann das verdiente Mittagessen. Bratwurst, Nüdeli und Rüebli hat Hildegard Hilfiger gekocht. Viel bleibt nicht übrig. Die Arbeiter haben den Bärenhunger. So. Okay. Ja, ich komme gerne hier arbeiten, weil man hier hochkommen kann. Und dann heisst es, jetzt da oder das oder dieses machen. Und dann kann man einfach loslassen. Und das macht mir Spass so. Hildegard Hilfiger kocht immer wieder für die Bauleute. Und das zusätzlich zur Arbeit in der Produktionsgruppe. Ich habe einen grossen Respekt vor den Bühnenbauern. Ich schätze sie sehr, ihre Arbeit. Weil sie sind nicht die, die am Schluss den Applaus ernten auf der Bühne wie die Spieler. Und darum ist es mir sehr wichtig, dass ich Bühnenbauer auf eine andere Art ein bisschen verwöhnen kann. Lang wird nicht sitzen geblieben, die Arbeit ruft. Schon sind auch neue Leute dazugekommen. Fast jeden Abend und auch am Wochenende wird im Schichtbetrieb um Schloss Hilfiger gearbeitet. Und das fast gleichzeitig an allen sechs Spielorten. Weit fortgeschritten ist auch die Bühne auf der Rückseite des Schloss, wo die Waffenhändlerfamilie Kubli Gewehr und Hellebarden wird verkaufen. Das Kreuz als Symbol gehört zum Konzept des Bühnenbauer Peter Spallinger. Und auch auf dem Mottogross-Gelände oberhalb des Schloss geht es vorwärts. Die ersten Bühnenelemente sind gestellt. Mit dieser Hauptbühne umfasst Kreuz und Fahne nicht weniger als 7 Spielorte. Das ist nicht nur aufwendig, sondern geht auch ins Geld. Ohne viele Sponsoren und Gönner wäre das Projekt gar nicht erst möglich. Als verantwortlich für Sponsoring war das eigentlich ein Schocki-Job. Wir hatten überall offene Türen. Der Startschuss hat drei Fiesenbänke Filmmärkte mit ihrem Jubiläum, wo gefunden hat, wir unterstützen das Projekt und geben einen grossen Batzen an das Projekt im Rahmen des 100-Jahre-Jubiläums. Und der Kanton ist von Anfang an eingestiegen und das hat weitere Türen geöffnet, um weitere Hauptkosponsoren hinzubringen. Und von dort her haben wir über 300'000 Franken hinzubracht und eine solide Basis gegeben, um so ein Projekt überhaupt anzuführen. Als Dank für die Unterstützung ladet die Produktionsleitung im Frühling Gönner und Sponsoren zu einem Augenschein ins Schulhaus Hilfiken ein. Seid herzlich willkommen in Hilfiken. Wir haben heute eine interessante Gruppe hier. Sie haben alle mit Geld zu tun. Das sind eigentlich unsere Lieblingsleute, die hinter unserem Projekt stehen. Wir sind hier auf dem Gemeindegebiet Filmmärkte und das macht uns natürlich besonders stolz, dass wir so einen wichtigen Anlass eben auch hier durchführen kann. Es ist eine ganz gute Sache. Es regt an, zum Studieren, was hier so abgegangen ist. Und schlussendlich soll ja das Ganze selbstverständlich auch zur Unterhaltung dienen. Nachher gibt es in der Turnhalle eine erste Kostprobe. Zeigt wird ein Ausschnitt aus dem zweiten Teil des Theaters, der auf der grossen Bühne auf dem Mottogross-Gelände spielt. Sie sitzen auf dieser grossen Tribüne, oder auf zwei Hälften dieser Tribüne, wo etwa 500 Leute Platz haben. Es ist unterdessen Abend, also Dämmerung, je nachdem Juli noch ziemlich hell. Einen ausgezeichneten Eindruck bekommen von dem, was gezeigt worden ist. Der Paul Steimer hat ganz interessante Ausführungen gemacht und dann Theaterleute mit dem Adi Meier haben eine feine Kostprobe geboten. Und ich muss einfach sagen, die Leute verdienen grosse Bewunderung, weil es ist
sehr anspruchsvoll, so ein Theater auf beide Stellen. Es war interessant, hier einzutauchen in die Geschichte. Ich bin sehr gespannt auf den Sommer. Ich denke, das wird eine ganz gute Produktion, wo sehr viele Leute sehr Freude werden daran haben. Die Dialoge haben mir gut gefallen. Eben bereits die darstellerische Leistung ist sehr überzeugend gewesen. Ich habe wirklich ganz einen positiven Eindruck. Et voilà, mesdames et messieurs. Venez voir le spectacle. Bei allen Vorschusslorbeeren, 4 Monate vor der Premiere, es gibt noch viel zu tun. Der Bühnenbau ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass an den Originalschauplätzen geprobt werden kann. Für das Auge war es eine totale Befreiung, weil eigentlich die Umgebung nie gestimmt hat in dieser Turnhalle, so gäbig wie die war. Das war eine Offenbarung eigentlich bei jeder Szene, dass sie dort angekommen ist, wo sie hergehört hat, wo man sich immer ein bisschen vorstellen musste. Die Proben an den Originalschauplätzen ziehen dann immer wieder Zuschauer an, vor allem Spieler von anderen Szenen und Helfer. Und eine Frau ist auch immer wieder dabei. Die Schlossbesitzerin Luise Schallenberg. Sie ist ständig irgendwo an einer Bühne anzutreffen. Ja, weißt du, sie sind alle nett und die haben eine Mission und die haben sich jetzt einfach gemacht. Ich habe jahrelang in Zürich beim Schauspiel ausgewöhnt. Und dann haben die nach dem Krieg noch die jüdischen Flüchtlinge gehabt. 6, das hast jeder kennt. Aber da sind ja etwa 60 oder 70. Das ist gar kein Vergleich in dem kleinen Kaff. Trotz der Grösse des Theaterbetriebs geniesst Frau Schallenberg die ganze Theaterzeit. Sie, die selber einmal Schauspielerin werden wollte. Wenn ich da drauf bin. Frau Schallenberg hat darum nicht lange gezögert und das Schloss Hilfiken für Kreuz und Fahne aufgemacht. Seid selbstverständlich. Es ist ja für 300 Jahre zurück, was da passiert. Die sagen, der Religionskrieg. Keine Religion, das ist eine Konfession. Die Reformierten und die Katholischen. Die Katholischen, die Frommen aus der Hinterschweiz. Die Reformierten von Bern und von Zürich. Die haben das Schlachthaus. Ja, und das ist eben auch wichtig, dass sich jemand dem Thema überhaupt annimmt. Mit dieser Zusage zum Projekt holt sich Luise Schallenberg nicht nur rund 80 Spieler auf Schloss Hilfiken, sondern auch gegen 10'000 Theaterbesucher. Der beste Platz hat aber die Schlossbesitzerin selber. Von ihrem Balkon sieht Luise Schallenberg direkt auf die Bühne im Schlossgarten. Das Kreuz gefällt ihr zwar noch nicht so ganz, aber das sei zu verschmerzen und komme bald wieder weg. Und dann gibt Luise Schallenberg einen ganz speziellen Einblick in ihr Leben, beziehungsweise in ihr Bad. Von hier kommuniziert sie mit ihrer Tochter am Rietenberg. Von Schallenbergs Sirenentelefon hat im Theater aber niemand gewusst. Und so ist der Bauchef Nick Meyer sofort zur Stelle, wo das Horn auf Schloss Hilfiken losgeht. Ich dachte, Kopf in die Sterne, jetzt ist irgendetwas passiert. Und ich dachte, ja, wenn ja da etwas rechts mehr sein, müssen wir jetzt auch andere von anderen Orten hören, vor allem dort in Hilfiken oben, bis ich dann nachträglich vernommen habe, als Frau Schallenberg sich an mir Spass macht, ihrer Tochter einen Führer über die Strasse an mir ein Signal zu geben, wenn sie von ihnen etwas hören will. Bei dem Weissag tut sie Drossen ausbilden. Nichts von dieser ganzen Aufregung mitbekommen hat Stefan Hegi, der an diesem Tag auf dem Motocross-Gelände zum Rechten schaut. Da, wo der zweite Teil von «Mit Kreuz und Fahne» wird spielen. Für die Gestaltung dieser Landschaft ist Stefan Hegi federführend. Bei dieser Weite keine einfache Aufgabe. Der Stefan Hegi setzt dabei auf wenige, aber starke Elemente. Zum Beispiel auf eine grosse, dunkle Fläche. Also da fließt das soll nachher auf die ganze Fläche verteilt sein, etwa 2'500 Quadratmeter. Das ganze Feld, im Grunde genommen der ganze Sumpf. Wir sind ja auch nicht im Hilfikerfeld oben oder im Motocrossfeld oder irgendwie, sondern wir sind im Theater. Und die Künstlichkeit ist schon wichtig. Ein weiteres wichtiges Element sind rund 600 Armierungseisen, die karg aus dem schwarzen Fließ herausragen. Die soll ich zum Nachdenken anregen. Ja, was sind jetzt da? Sind das jetzt Menschen?
Oder sind das Speer? Oder sind das Kreuz? Sind das da quasi da, wo die Toten liegen? Oder sind das die aktiven Krieger? Oder sind wir das alle da? Das überlasse ich dem Zuschauer, was er da drinnen sieht. Für mich ist das alles und alles ein bisschen zusammen. Das Bühnenbild geht aber noch weiter, in einen Bereich, wo die Zuschauer gar nicht mehr sehen. In der Ferne, hinter dem Hügel. Ganz klar, hinter dieser Krete muss etwas sein. Da ist jedem Zuschauer klar, wenn er da hinten schaut. Und das ist auch für das kleine Guckkastenbühne, kann man das sagen, mit diesen beiden Bäumen links und rechts. Diese Krete wird schon bald von den Schauspielern in Beschlag genommen. In einer der ersten Proben auf und hinter dem Hügel werden unter der Leitung von Salome Schneebeli Choreografien und Abläufe ausprobiert. Genau beobachtet werden die Bewegungen auf der Krete von dem Ort, wo später das Publikum sitzen wird. Hier bespricht sich der Adi Meier mit der Kostümbildnerin Benne Meier, wie die Choreografien ausser Distanz wirken. Jetzt müssen wir hier anfangen und so durchziehen. Ich habe sie noch nie gesehen und Benne hat mir sie jetzt ein bisschen erklärt. Man bringt es noch nicht so zusammen. Auf der anderen Seite, also von uns aus gesehen rechts. Also einfach die beiden Frauenformationen sind zu weit auseinander und man verbindet es dann nicht inhaltlich. Dann greifen die Schauspieler hinter dem Hügel zu Stangen und Banner und arbeiten so ein Fahnenmeer. Von dem wird das Publikum auf der Tribüne nur die Spitze sehen. Noch klappt noch nicht alles. Die Kommunikation über die grosse Distanz ist eine Herausforderung. Nein, wir müssen führen und dort vorne müssen wir wahrscheinlich das Mädchen machen. Das Schaffen macht der Schauspieler auch etwas anderes und das immer mehr. Es ist anders heiss in diesem Filzstoff finden, aber zum Glück geht das Lüftchen. Also von dem her, der Herrgott hat auch gleich an uns gedacht heute. Danke vielmals. Wir haben jetzt plötzlich Haufen Freunde hier unter dem Schirm. Da ist es ein kleiner Trost, dass es den Profis unten auf dem Feld nicht viel besser geht. Aber die wissen sich mit ganz speziellen Hutkreationen zu helfen. Das ist das Modell 2012, 1712. Das ist das Modell Guardia Civil. Mit dem praktischen Nacken, mit dem praktischen Nackentüchli. Das ist das Modell Käferli. Das Käferli-Modell. Hitzig geht es an einem anderen Ort in Hilfiken zu und her. Im Schulhaus läutet das Telefon vom Vorverkaufssturm. Und das schon mehrere Tage, bevor der Vorverkauf überhaupt eröffnet ist. Jetzt kann man Tickets bestellen. Und das Vorverkaufsteam hat viel zu tun. Grüezi, Vorverkauf Theater Hilfiken, Erika Melliger. 27. Juli, jawohl. Ja, da geht es schon noch. Also, da wären Sie in der Kompanie Schweizer. Ja, bei der ersten werden Sie vielleicht ein bisschen verregnet. Aber es regnet ja nicht. Die Reservation ist aufwendig, weil Theaterbesucher mehrere Routen ums Schloss Hilfiken können wählen können. Und auch verschiedene Menüs stehen zur Auswahl. Die Leute haben darum auch viele Fragen. Gilt das Billett eben mit der ÖV, Parkplätze, hat es genug Parkplätze? Was, wenn es abgesagt wird? Wenn man nachträglich das Essen bestellen will? Ich habe das Gefühl, das Volk hat nicht mehr gewartet. Es hat geragelt mit Reservationen. Es hat mich noch erstaunt. Also, es ist überregional von Interesse. In Wollen findet wenig später bei Winkler Veranstaltungstechnik eine besondere Probe statt. Die Spieler vom zweiten Theaterteil werden mit Mikrofon ausgerüstet. Jetzt gilt es, Sprache und Musik aufeinander abzustimmen. Jetzt haben wir den Gast gemeint, das sagst du. Das sieht irgendwie auch aus. Wenn es am Hussig dämmert, geht man lieber nichts mit. Irgendetwas los nicht draussen. Lass uns das Welt haben. Bringt das irgendwo? Für den Adi Meier ist es das erste Mal, dass er in einer Produktion Mikrofon einsetzt. Für ihn ist die Trockenübung darum wichtig, um Erfahrungen zu sammeln. Natürlich, da drin ist die Musik jetzt dominant,
Aber draussen verfliegt ja da viel mehr. Und ich hoffe und glaube, dass da dann in eine Balance kommt. Also, dass man die Sprache so weit ausschrauben kann, dass man natürlich tönt und dass sie nicht von der Musik verdrückt wird. Und wir machen es noch. Yeah! Ruhiger, aber nicht weniger konzentriert geht es im Atelier von Peter Spallinger in Bremgarten zu. Brigitte Müller, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, ist mit den letzten Korrekturen für die Programmzeitschrift eingetroffen. Das Atelier gleicht einer Theaterwerkstatt. Der Peter Spallinger hat neben den 6 Bühnen ums Schloss ein Erscheinungsbild und alle Publikationen von Kreuz und Fahne gestaltet. Ah, das tut ja. Einmal und nach rechts weg. Hier, der Zwischenabstand muss gleich sein wie auf der anderen Seite. Da ist er nicht klein. Ja, da sieht doch viel besser aus. Wir haben überlegt im Garten, der Peter Spallinger, Pascal Meyer und ich, was wollen wir für das Programm haben. Und sind dann eigentlich auf die Idee gekommen, wir könnten eine Zeitung machen, aber eine Zeitung mit guter Qualität, also mit schönen Bildern drin. Und wo man auch in die Tasche nehmen kann, also wo einfach zu handhaben ist und dass es gratis ist. Für eine hochwertige Programmzeitung braucht es auch professionelle Bilder. Und der Profi dafür heisst Felix Wey. Während einer ganzen Woche setzt er Abend für Abend die Schauspieler in der Originalkulisse in Szene. Ja, gut, volle Ferne. Ja, genau, volle Ferne. Genau, volle Ferne. Das Gruppenbild von der historischen Tagesschau von 1712 wird gerade noch rechtzeitig fertig, bevor ein Gewitter aufzieht. Die Bühne bewährt sich dabei auch als Unterstand. Mit Regen hat das Team immer mal wieder zu kämpfen. Besonders heftig Ende Juni, wo ein Sturm über dem Spielgelände aufzieht. Die Spieler verschanzen sich im Materialzelt. Das soll den Zuschauern nicht passieren. Darum sind die rund 500 Plätze von der Tribüne entdeckt. Bis die aber steht, ist ein weiterer grosser Kraftakt vom Bauteam nötig. Langsam. Das ist das Resultat. Anfang Juli, rund 3 Wochen vor der Premiere, steht die Tribüne und ein grosser Teil des Bühnenbildes ist fertig. Jetzt kann auch die Tontechnik in Betrieb genommen werden. Und zum ersten Mal werden die Schauspieler mit kabellosen Mikrofonen ausgerüstet. Der erste Test bestätigt, was Adrian Meyer befürchtet hat. Stimmen und Musik aneinander vorbeizubringen, das ist trotz Mikrofon schwierig. Wir müssen trotzdem technische Hilfsmittel müssen wir, noch ein bisschen mehr abwechseln. Ton, Sprach, Musik, beides übereinander ist extrem anstrengend und es geht meistens auf Kosten von der Dialoge und das darf nicht sein. Technisch ist auch hinter den Kreten aufgerüstet worden. 2 grosse Nebelmaschinen versprühen den Eindruck von Pulverdampf. Obwohl die Premiere vor der Tür steht, ist die Stimmung entspannt. Ja, ein bisschen kriseln zusammen schon ein bisschen. Aber wir sind ja nicht allein, wir sind ein Haufen. Wir stehen zusammen. Andere sind die Gedanken ganz weit weg von Filmärgen, Katholiken und Reformierten. Dem hätte ich es nach Deutschland. Das ist ein Mögel. Gestiegen ist dagegen die Anspannung bei der Produktionsleitung. Im Schulhaus Hilfiken gibt es eine Standortbestimmung. Kreuz und Fahne ist gut auf Kurs, auch wenn es noch unzählige Details gibt, die noch geklärt werden müssen. Jetzt kommen ganz häufig kleine Sachen. Und als Beispiel natürlich auch Unvorhergesehenes. Wie heute haben wir einen rechten Windsturm gehabt. Und dann ist da, wo wir heute eigentlich als Arbeit geplant haben, plötzlich nicht mehr möglich, weil wir müssen reparieren.
Also man kann sagen, immer Unvorhergesehenes ist möglich, aber mehr oder weniger sind wir im Plan. Ja. Eine Grundsicherheit, dass es gut kommt, geben die Zahlen vom Vorverkauf. Dort sieht es sehr gut aus. Wir sind jetzt 11 Tage vor der Premiere und schon knapp 75% ausverkauft. Schön, freut uns. Damit die vielen Besucher auch etwas essen und trinken können, muss die Festwirtschaft optimal organisiert sein. Auch hier gibt es noch unzählige Details zu klären. Ja, jetzt hat es noch viele Fragen offen. Wo kommt der Abfallkübel hin? Wie geht es mit dem Bonsystem für die Helfer und für die Spieler? Und ja, es ist eigentlich mehr so die Diskussion im Moment in Gang. Die aufwendige Dekoration für Theaterbeiz entsteht in Villmergen im Schulhaus Dorf. Auch hier wird mit viel Einsatz und Liebe zum Detail geschaffen. Das Restaurant soll ein Ambiente bekommen, das zum Theaterstück passt. Doch wenn so viele Leute gleichzeitig an verschiedenen Orten arbeiten, kommt es auch etwa die zu Missverständnissen. Zum Beispiel beim Transport. Die Holzstäbe hätte schon lange abgeholt werden. Vom Lastwagen aber, von dem fehlt jede Spur. Zum Glück gibt es hier Frauen im Team, die nicht lange reden, sondern schnell selber handeln. Ich kann mich melden. Ja, da geht es aber nicht mehr. Du kannst schon im Schritttempo fahren. Nichts gegen den guten Willen von der Marielle, aber. Wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg. So ist gut. Und dann kommt das so. Und noch ein Schnürli. Ich glaube, das ist die Herausforderung vom Tag. Die Herausforderung vom Tag, das ist es tatsächlich. Und zwar eine, die noch viel Luft gegen oben hat. Es ist wieder ein schönes Spiegel in Reihe und Reihen. Wenn du jetzt losfährst. Ich muss schon noch etwas anmachen. So. Ja, vielleicht noch eine zweite. Ja. Es hat noch Klappstreifen. Du bist so gemein. Oh, meinst du, ich mache das erst mal? Ha. Ehrlich gesagt. Dann ist alles verpackt, der Motor läuft und der Renault Twingo fährt genau den vom Schulhausplatz, wo der verschollene Lastwagen auftaucht. Warte, warte, und fahrt vorne und den Laden raus. Also, komm raus! Die abenteuerliche Fahrt endet ohne Bühne beim Festzelt, wo Dutzende Helfer im Einsatz sind. Brigitte Müller klärt am Buffet mit der Servicechefin Verena Hunziker die letzten offenen Fragen. Auch Josef Vöglistaler ist ständig auf Achse, organisiert Getränkelieferungen und Fleischbestellungen. Daneben findet Hildegard Hilfiker eine ruhige Minute, um die Arbeitsstunden der Helfer nachzutragen. Bis zum Abbau des Geländes werden es unglaubliche 5000 Stunden sein, die das Helferteam geleistet hat. Auf eine Person aber gerechnet, hätte die 2,5 Jahre für Kreuz und Fahne gearbeitet. Haben wir noch ein Loch. Dann ist sie da, die Premiere von Kreuz und Fahne. Es ist Mittwoch, 25. Juli. Schon am Nachmittag trudeln die ersten Spieler im Schulhaus ein, um sich in Ruhe vorzubereiten. Ich fühle mich eigentlich sehr gut. Erleichtert auch, dass es endlich losgeht. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Wenige Kilometer entfernt, am Bahnhof Dottiken, steigt am späten Nachmittag der Adi Meier aus dem Zug. Wie immer ist er von seinem Wohnort im Baselbiet ins Freiamt gereist. Heute geht Adi Meier aber die letzten Meter auf Hilfiken zu Fuß. Und zwar über das Langelenfeld. Der Ort, wo sich vor genau 300 Jahren der zweite Villmergenkrieg abgespielt hat. Wir finden, das ist der Auslöser für die ganze Arbeit, die wir jetzt gemacht haben. Und es ist der Moment, hierher zu gehen. Auf diese Art stimmt sich Adi Meier auf die Premiere ein. Im Theater gehe ich zwar manchmal lustig zu und her, sagt der Regisseur. Der tragische Hintergrund aber, den soll man dabei nie vergessen. Ja, das ist sicher. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass hier ein Krieg stattgefunden hat. Eigentlich. Aber es ist gut, sich wieder einmal darauf zu besinnen, nach dem Theater. Denkt man nicht immer an die Metzlerei und an die ganzen Tragödien. Oder? Nach einigen Zwischenhalten auf dem Langelenfeld erreicht Adi Meier Villmergen. Dort steigt er in den Bus Richtung Hilfiken und kommt schnell ins Gespräch mit Leuten,
die auch unterwegs auf Hilfiken sind. An die Premiere von Kreuz und Fahne. 3000. Im Schulhaus sind in dieser Zeit die ersten Spieler in der Maske. Hektisch geht es gar nicht zu und her. Die Atmosphäre ist ruhig und konzentriert. Das sind ja, ist das noch du, gell? Ja. Mit der letzten Detail beschäftigt ist nebenzu die Bene Meier. Bereits müssen erste Kostüme wieder geflickt werden. Ja, wirklich. Knapp eine Stunde vor der Aufführung besammeln sich alle in der Turnhalle zum Sprechtraining und zum Einsingen. Das wird heute vom Hans-Jörg Gigli geleitet. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Unter einer Fichtenwurzel höre ich einen Wichtel furzen. Unter einem Wichtel furzen. Ja. Kurz vor der 8. zieht der Schauspielvolk Richtung Schloss Hilfiken. Und los! Kontrolle haben. Eigentlich da schon, oder wie meinst du es? Ja, man kann schon erst oben. Aber... ja, aber... Unterhalb vom Schloss besammelt man sich zum grossen Einzug. Noch ein letzter Kostümcheck und dann geht's los. 17, der Schwung der Premiere haltet die ganze Theatersaison an. 19 Mal wird Kreuz und Fahne gespielt, das mit zwei zusätzlichen Aufführungen. Keine Vorstellung muss abgesagt werden. Es gibt keinen Unfall und niemand vom Ensemble fällt aus. Kreuz und Fahne hat bewegt und die Freiämter Theaterszene näher zusammengebracht. Die Scheinwerfer sind zwar abgelöscht, der Geist von dem einzigartigen Theaterprojekt, der aber bleibt.